Hallo liebe Freunde und willkommen zurück hier bei Geralt von Riva bei The Witcher 2 in der Taverne mit unseren Freunden Triss Merigold, Sultan Chibe und Rittersporn. Schön dich zu sehen, Sultan. Was machst du hier eigentlich? Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Da rackert man sich 6 Jahre lang ab, hört dem Geschwätz von Breckenrix zu, kauft dem Weib Juwelen. Sie hat die Verlobung gelöst. Und ich, Trottel, habe Gesellschaftstänze eingeübt. Scheiß drauf, vorbei ist vorbei. Eudora, die Schmiede in Novigrad und alle Breckenrix der Welt können mir gestohlen bleiben. Ich werde wieder Kaufmann. Oh nein. Ja, ihr wisst ja vielleicht, Sultan Chive, ein Freund, den wir kennengelernt hatten im Krieg. Das ist ja auch mittlerweile schon Jahre her mit Sultan von Chive. Ein sehr treuer Freund. Und jetzt können wir ihn ja vielleicht ein paar Dinge fragen von seiner Persönlichkeit. Was machst du hier am Arsch der Welt? Zurzeit schleife ich Edelsteine für Sheila de Tankerville. Präzisionsarbeit, sehr gut bezahlt. Schmuck? Eher nicht. Die Zauberin bastelt gerade an einem Apparat. Den ganzen Tag schraubt sie daran rum. Aber es will nichts Rechtes dabei rauskommen. Sie war letztens so wütend, dass sie eine Vase gegen die Wand schmiss. Die Zauberinnen sind vielleicht heißblütig, sage ich dir. Oh mein Gott, und ihr wisst ja vielleicht auch, dass Sultan von Chivay sogar Krieger als auch Kaufmann und Handwerker zugleich war. Das heißt, er hat viele Dinge gleichzeitig gemacht. Und da können wir mal direkt gleich fragen, was die Waffen anbelangt. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede, recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern um. Vielleicht hat Loredo noch nicht alles weggeklaut. Ah, es kann ja alles Mögliche sein. Loredos Plan. Ich habe mit dem Kommandanten gesprochen. Die Zukunft der Anderlinge in Flotsam sieht nicht gut aus. Der Hunsford wartet nur auf einen Vorwand. Die geringste Provokation von Jovet genügt ihm. Und er lässt uns bluten. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig gehört. Er schlich eines Nachts sturzbetrunken am Hafen herum und redete mit sich selbst. Über eine Welt nur für Menschen. Er lachte und schimpfte in Richtung Gefängnisbarke. Dieser Lump hat irgendwas vor. Jovet spürt das wahrscheinlich und versucht Loredo nicht zu provozieren. Seine Skoyatel könnten aber anderer Meinung sein und schwächere Nerven haben. Ah, das könnte vielleicht sein. Adieu, alter Freund. Und wir werden mal in dieser schönen Episode das tun, was er nämlich gesagt hatte, denn ich habe ja meine Waffen überhaupt nicht repariert und auch nicht meine Rüstung. Wer weiß, wie lange die noch halten. Davon habe ich nämlich absolut keine Ahnung. Und an der Stadtmauer, wo könnte das nur sein? Die schlafen ja jetzt eigentlich alle, oder? Es ist nämlich irgendwas mit morgens. Ach, shit, das ist natürlich blöd. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen in den Puff. Das müsste, glaube ich, unterhalb sein. Wo die ganzen Nutten sich aufhalten. Ich glaube, hier sind wir wohl richtig. Der Hexer ist da. Wer ist er denn? Schau ihm nicht in die Augen. Man sollte niemals einen Hexer provozieren. Und die haben wohl Angst hier. Komm, wir sprechen mal ein bisschen. Was sehen meine alten Augen? Pass auf den linken Haken auf. Einen Hexer. Und wer ist er? Adalbert. Ach du meine Güte. Missgeburt. Krass. Die haben ja gar keinen Respekt. Oh, ja. Polier in die Fresse. Tänzchen gefällig. Wo bin ich denn hier gelandet? Anheuern und hier mal richtig aufräumen lassen. Hector. Kann dir diesen Preis bescheren. Wer ist er denn? Orakel? Wir haben uns für wahr versündigt. So vermag ich das Relikt, das mir anvertraut ward, nicht zu entschlüsseln. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich. Na, dank mal lieber nicht. Lass uns würfeln, ja? Und es gibt auch dieses typische Spiel. Ich zeige euch das mal kurz. Und da kann man eben dieses schöne Spiel spielen.
Aber ich werde passen. Das Würfelspiel? Wollen wir mal spielen? Komm, wir spielen einmal. Der Gegner hat erhöht um 3. Akzeptieren wir. Und zack. Man muss jetzt nämlich jedes Symbol gleich haben. Eigentlich ein ganz simples Spiel. Und schmeißen wir mal nochmal. Komm. 5-mal wieder Geld gesetzt. Akzeptieren wir. Der Spieler würfelt. Und ein Stern. Shit. Wir haben minus 18 verloren. Ach, so schnell ging das Match schon. Und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Shit. Ja, vielleicht habe ich sogar das Spiel falsch gespielt. Aber ihr habt es selbst gesehen. Da kann man nämlich auch in diesem Spiel ein wenig Glück spielen. Wir haben uns versündigt. Vergebung. Hä? Und wer ist Dennis? Sei gegrüßt. Nur die Vorsehung freut sich, diesen Preis bescheren. Okay, mit den Boxen wollen wir jetzt nicht wettboxen. Polier in die Fresse. Aber wir können mal hier rein. Und hier können wir noch ein bisschen transferieren. Schöllkraut, ein paar Kräuter, alchemistische Sachen. Tada! Orange, Orange, Orange. Oh, Backe. Was für ein Ort. Ja, ich glaube, das ist sogar der Raum für eine Nutte, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das müsste das sein. Das ist hier auf jeden Fall kein Zimmer der Taverne. Also zumindest kein Zimmer zum Übernachten. Komm, und jetzt gehen wir mal hoch. Oder? Was ist denn hier? Wieder sowas. Das ist doch von den Prostituierten. Die Räumlichkeit. Erstmal schön alles transferieren, ihr kennt das ja. Freut mich. Ach, ist das nicht schön, die Atmosphäre. Okay. Jetzt können wir mal kurz raus, oder? Sollen wir mal kurz warten? Wir können ja draußen meditieren. Bis es dann wieder mittags ist und dann irgendwo an der Wand, an der Stadtmauer irgendwie. Schaut euch mal das Licht an. Wie geil ist das denn? Dieser Sonnenschein. Gut, warten wir mal am besten. Meditation eben kurz. Bis mittags, würde ich mal sagen. Das ist jetzt nämlich gerade die Morgendämmerung. Und kurz beim Charakter auch noch skillen. Das gehört auch nochmal dazu. Schaltet Messerwerfen frei. Brauchen wir aber gerade nicht. Aber wir können Tapferkeit nochmal hier skillen, wenn wir wollen. Oder nächster Level, 50. Vitalität machen wir auch noch. Zack. Wieder neu freigeschaltet. Wie cool ist das denn bitte? So, können wir jetzt eigentlich beim Schwertkampf was freischalten? Hey, das geht sogar. Wir haben es freigeschaltet. Cool. Und raus jetzt. Was für eine Atmosphäre. So, und jetzt schauen wir das mal mit dieser Stadtmauer uns mal an. Denn das müsste jetzt auch hier irgendwo sein. Was ist denn hier drinne? Hier war ich auch noch nicht drin, um ehrlich zu sein. Ah, Vernon Rush. Was macht er denn hier? Wie cool ist das denn? Geralt von Riva, König der Hexer und Hexer der Könige. Komm, trink mit uns. Das ist ja mal geil. Das ist geil. Oh, das ist Frauenvergewaltigung, was ihr macht. Ja, das sind temerische Soldaten übrigens. Und ihr wisst ja vielleicht, Vernon Rush, der Typ da, der da gerade sitzt, der wurde als Hurensohn genannt. Seine Mutter war eine Nutte. Und der hatte gar nichts Gutes damals. Und er hatte auch Glück, dass er bei König Voltest aufgenommen wurde. Denn wer weiß, was er dann gewesen wäre. Vielleicht ein Penner oder so. Vielleicht ein Obdachloser. Geralt, was ist denn? Ja komm, Loredo hat Großes vor. Loredo will die Scoia'tael endgültig vernichten. Er hat nichts Konkretes gesagt, aber er sieht schon die Gefangenen auf der Gefängnisbarke vor seinen Augen. Jowets Männer haben sich bisher besser geschlagen als die des Herrn Kommandanten. Der Herr Kommandant steht sich gut mit Sheela, unterschätzt ihn nicht. Wer weiß, vielleicht macht die Zauberin nicht nur Jagd auf Monster. Das stimmt. Flotsam liegt in der Wildnis, ein gutes Versteck. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Scoia'tael bedrängt. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Rosh.
Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal. Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn. Die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Wergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchen, Hexer? Na, nicht wirklich. Bald wirst du dich beweisen können. Wir kriegen Foltests Mörder nicht, ohne uns mit den Skoyatell zu schlagen. Meine Männer waren im Wald kundschaften. Keine Chance. Die Bäume stehen viel zu dicht. Sie entkamen mit Mühe einem Hinterhalt. Im Wald ist es schwer, einen Elfen zu töten. Erzähl mir was Neues. Sie haben wieder den Königsmörder gesehen. Er weiß, dass wir hier sind und versucht nicht mal zu fliehen. Er scheint auf was zu warten. Wir sind am Zug. Na, das würde ich auch mal sagen. Lebe wohl. Bis später, Roche. Ja, und was nochmal dazu kommt, Roche ist ja auch ein sehr guter Taktiker, kann man sagen, der ja auch seine eigenen Soldaten hier hat. Von König Foltest. Für die Leute, die es natürlich nicht wissen. Und er ist natürlich sehr empfindlich gegen Beleidigung. Das heißt, er lässt sich ganz schön schnell mal irgendwie provozieren und reagiert sehr über. Also er ist ein bisschen cholerik, kann man sagen. Ein bisschen. Und das vor allem gegen Anderlinge. Ein sehr konservativer. Und jetzt suchen wir mal eben ganz schnell den Typen, der uns natürlich... Also den Typ, der vielleicht unsere Rüstung hier reparieren kann. Das müssen wir doch mal machen, ne? Wir müssen das tun. Guck mal hier, der Händler. Komm schon, kannst du reparieren? Handwerk. Shit, ich glaube, die können gar nicht reparieren, oder? Na, ich glaube nicht, aber wir können hier eine Waffe von ihm kaufen. Nämlich das solide Entermesser, das haben wir ja gerade nicht. Und das werde ich auch kaufen. Dankeschön. Und dann verkaufen wir auch noch gleich. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Jetzt nehmen wir erstmal solide Entermesser. 14 bis 21 Schaden plus 10% Vergiftung und Bluten. Sehr gut. Und jetzt verkaufen wir noch. Das habe ich auch noch voll vergessen hier. Zack. Dann die Rüstung können wir noch verkaufen. Brauchen wir auch nicht. Mutagene. Alchemie. Oh, Backe. Ja, hier gibt es eigentlich viele Zutaten. Aber nicht alle brauchen wir. Zum Beispiel Werbener brauchen wir nicht. Wolfsband brauchen wir nicht. Hier wieder auch keine. Endriagenzähne, Kartoffelbovist. Neckeraugen. Augen so oder so nicht. Wer mag schon Augen, bitte? Neckerkrallen, Igitt. Neckerzähne, alles eklig. Neckerherz. Eklig, eklig. Und ich könnte wetten, ich habe da gerade Eichel gelesen. Brauchen wir aber auch nicht alles. Sehr stark. Ein bisschen Öl ist hier natürlich. Pechdraht. Handwerkzutat, Öl. Ich verkaufe es trotzdem mal. Ein solides Tuch, eine Trollhaut, eine Trollzunge. Tücher. Also schon ein wenig viel Schrott. Dankeschön. Das war's. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Okay, und jetzt gehen wir mal. Ich glaube, wir müssen zu einem Zwerg. Denn der Zwerg kann, soweit ich weiß, die sind ja alle eigentlich immer sehr handwerklich begabt. Die können bestimmt uns unsere Rüstung mal reparieren. Und was macht er? Er rennt mit Boxershorts rum. Haha. Also, ich renne einfach mal mit Boxershort rum. Okay. Reparier mal. Aufwertung aus solidem Leder.
Können wir normalerweise auch kaufen. Nein, machen wir aber noch nicht. Handwerk, Schemas, Trophäen. Oh Mann, wenn ich wüsste, wo man natürlich reparieren kann. Das wäre richtig gut, aber bisher habe ich ihn noch nicht. Zeig mal, wie viel haben wir noch eigentlich, bis unsere Rüstung kaputt geht? Ah, ich glaube, das steht da gerade nicht mal dran. Oh, Backe. Ja, ich glaube, da steht da gar nicht dran, wie der Status eigentlich ist. Der Haltbarkeit. Die Haltbarkeit steht ja nicht drin. Aber was ist hier? Ne, hier kann ich gar nicht rein, okay. Mann. Ist ja genug hier eigentlich schon mal wieder passiert. Sonst könnten wir theoretisch auch hoch, denn da ist ja, glaube ich, sogar... Vielleicht ist das ja das Bordell. Das könnte das Bordell sein. Das müsste sogar das Bordell sein, oder nicht? Ja, aber mit denen reden können wir jetzt gerade nicht, ne? Schade eigentlich. Ist ein bisschen unglücklich, aber wie dem auch sei. Wir sehen uns vielleicht bei einer nächsten Folge. Wenn wir gegen den Kairan kämpfen. Da können wir mal kurz mit Sheila sprechen. Was gibt es für Fortschritte? Woher stammt der Kairan? Wir können natürlich ein paar Fragen stellen. Machen wir das mal. Hast du herausgefunden, woher der Kairan stammt? Das habe ich nicht versucht. Dann weißt du, dass ihn ein Zauberer erschaffen hat. Ich hatte es vermutet. Und? Soll ich mich deswegen schuldig fühlen? Mich mit einem Irren assoziieren? Ich denk nicht dran. Woher weißt du denn, dass es ein Zauberer war? Ich weiß es nicht. Ich habe geraten. Das ist eine magische Bestie. Triss sagt, der Kairan sei durch Magie entstanden. Da hat sie recht. Er ist zu riesig, um in diesen Gewässern zu leben. Vielleicht das Resultat eines missglückten Experiments. Er wächst blitzschnell und altert vermutlich genauso rasch. Oh, Backe, das ist nicht gut. Aber erzähl mal mehr über dich. Denn über sie wissen wir eigentlich gar nichts, oder? Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollten wir etwas mehr übereinander wissen. So, meinst du? Schön, dann frag, was du willst. Bist du noch Jungfrau? Nein. warum hast du Soltan angeheuert? Das ist natürlich eine gute Frage, aber wir haben hier auch mit Triss eine Frage, ob sie Triss natürlich gut kennt. Bist du eine Freundin von Triss? Eine Freundin? Ja, eine Kollegin. Wir kennen uns. Ich kenne alle wichtigen Zauberinnen des Nordens. So viele sind wir ja nicht. Deshalb versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Ein bisschen solidarisch. Was ist das für eine Vorrichtung hier? Was ist denn das? Sieht ja beeindruckend aus. Ein Megaskop. Und wozu dient es? Zu vielen komplizierten magischen Operationen. Unter anderem dazu, sich mit anderen Zauberinnen in Verbindung zu setzen. Aha. Schließt du mit dem Kommandanten ein Geschäft ab? Das ist auch nochmal gut, denn die hatten wir ja dort im Büro des Kommandanten gesehen. Dem Bürgermeister kann man schon fast sagen, hier aus Flotsam. Ich hab nicht erwartet, dich bei Loredo zu treffen. Solltest du aber. Ich wusste, dass du dort auftauchen wirst. Der Kommandant ist krankhaft auf seine Faktorei eifersüchtig. Früher oder später wird jeder von ihm zur Rede gestellt. Was wollte er von dir? Privatsache. Geht dich nichts an. Wir sind kein Team, Geralt. Wir werden nur zusammen den Kairan töten. Das ist alles. Was zum Teufel, mehr nicht, oder was? Aber ich bin bereit für die Reise und für den Kampf gegen den Kairan. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Nichts wie los. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter. Ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Oh, Backe. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bisher hierhin gefallen. Mir gefällt das Spiel mega gut. Und auch von der Grafik. Schaut euch mal diese Atmosphäre an. Das sieht doch Hammer aus, oder?
Ja, ich würde mal sagen, da stimmen wohl alle zu. Wir sehen uns bei einer nächsten Folge von dem Hexer.